geht nicht. Oh oh. So. So geht das also. Aha, verstehe. Okay. Komm ich da oben hoch? Nee, ne? Ja, warte, warte, warte. Okay, das klappt leider nicht. Aua! Ah, nochmal voll in den Flügel rein. Schön. Okay, wir düsen mal ganz kurz da hinten rüber. Ich immer mit meinen Sperenzchen, wa? Immer diese Spielereien. Aber ist auch ein Spiel. Da gehören Spielereien ja dazu. So, hier düsen wir mal ganz kurz rüber. Hier hinten? Nee, ne? Da hinterm Berg ist das, glaube ich. Da hinten der Hafen. Ich düse mal über die Brücke und dann stürze ich mich mal mit dem Mang in das Vergnügen. Wenden. Oh. Ah, dann vielleicht nochmal kurz wenden. Ein Benzintag weniger, ein Problem weniger. So sieht's aus. Okay. Da ist noch eine Flak. Ich hoffe, die holt uns nicht vom Himmel. Oh, das war's schon. 5 von 6 Ansiedlungen! Yeah! Eine einzige Ansiedlung fehlt noch. Und die ist jetzt automatisch blau. Damit hätten wir das Geheimnis der Flaks auch gelöst. Abwechslung ist gut. Ja. Ah ja, die brauchen wir jetzt momentan eh nicht, die Negotiator. Haben wir denn einen generellen Waffenschrank hier vielleicht? Ich will die Sniper ehrlich gesagt nicht haben. Die ist zwar ganz toll, aber ich brauche die hier nicht unbedingt. Was haben wir denn hier im Schrank? Die gefällt mir schon besser. So, okay, das war das Ding. Das ging ja auch relativ zügig. Also die kleinen Häfen, die kriegen wir schon ganz gut hin. Da sind wir gerade. Jetzt natürlich die Frage, was fehlt denn dann noch? Wir haben da unten sowieso schon alles wegrasiert, lalala. Das da unten müsste auch schon blau sein, jawohl. Und wir sind jetzt momentan in welchem Gebiet? In diesem hier. Und da gehört was dazu? Das hier? Ist das hier vielleicht das? Da oben ist ja nichts mehr. Das Einzige, was ich echt noch sehe, ist, sind diese kleinen Häuserchen hier. Das hier zählt ja schon fast gar nicht mehr. Ich meine, da können wir hin, aber das sind ja eher ein paar Landstraßen oder sowas. Ich setze mal da den Wegpunkt. Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist, ehrlich gesagt. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier sehe, was eventuell noch unbesetzt, was eventuell noch besetzt ist. Das ist der wahre Gedanke. Okay, wir müssen ja eh ein bisschen weiter aufrecht. Dann mache ich mal hier über die Berge gerade. Bisschen aufrecht. So, und dann fliegen wir mal da hinten hin. Ah, es macht schon Spaß. So. Jetzt gucken wir ganz kurz, ob ich da vielleicht. Komme ich da ran? Nee, ne? So, und hier nochmal in die Sonne rein. Ach, schön. Ich finde das so geil. Irgendwie, das macht so viel Spaß. Und die Musik hier oben immer. Und nochmal.
aber wir müssen jetzt da unten hin. Na. Was ist das? Ach, das ist hier? Wir können auch eh nichts einnehmen. Außer da hinten vielleicht, aber das ist, glaube ich, das ist nur so eine Ruine. Ich nehme an, hier ist nichts. Cartas Telefonic. Hier sind ein paar Ruinen und das war's. Ich glaube nicht, dass wir hier viel losmachen. Hä? Dann verstehe ich. Okay, wir sind jetzt auch hier unten. Aber ich verstehe nicht, was wir jetzt noch befreien sollen. Das ist ein bisschen schwierig. Vielleicht hier Lakos, aber da ist ja nichts. Ist ein bisschen irritierend. Hm. So, Lakos heißt ja die Provinz hier. Das ist hier jetzt Baia. Hm, da oben haben wir Plagia, Astera. Gehört das noch mit dazu? Oh. Haben wir schon befreit. Die Basis. Ist das nicht das, wo, was wir jetzt eigentlich befreien sollten? Wo die meinte, jetzt befreit doch mal das, nachdem wir diese eine Dingens da unten gemacht haben. Schön. Okay, das haben wir schon befreit. Gut zu wissen. Aber was gibt's hier noch, was nicht befreit ist? Übersehe ich hier gerade irgendwas, was wir vielleicht... Ha, Filteransiedlung. Nee, ich will alles zeigen. Sehr merkwürdig. Wie ich mich da orientieren soll, ist mir allerdings ein Rätsel. Das hier eventuell. Aber das gehört mit Sicherheit... Gehört das mir hier mit zu, oder? Dann bleibt nur noch das da und diese kleinen Krümel. Weil was anderes hier, sehe ich hier nicht. Das ist befreit. Strange. Sehr, sehr strange. Aber wir machen das schon. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwie beim Berg rüber. Das wird wieder sehr schön. So. So, am Hang traue ich mich immer nicht so richtig. So, hier ging's. Nice one. Und dann runter. Ich grabbel mich hier nochmal schnell fest. Ein bisschen Schwung kann man noch gebrauchen. Hier ist auch nichts zum Besetzen. Hier ist noch ein Bauernhof. Ich habe keine Ahnung, was wir noch befreien sollen. Ich habe gar keine Ahnung, was wir hier noch befreien sollen. Lakos müsste eigentlich befreit sein. Irgendwas Kleines, Popliges ist hier noch und ich wünschte, es würde angezeigt werden auf der Karte. Lakos, das hier gehört, glaube ich, nicht mehr zu Lakos, ne? Das müsste ja deutlich zu Lavanna gehören. Hier ist noch eine Kirche. Wir sollten übrigens mal die Kirchen, die Kirschen. Wir sollten mal die Kirschen aufsuchen. Hm. Da ist wieder ein Fragezeichen. Die Fragezeichen sollten wir auch mal absuchen. Tja, nun. Hier vielleicht? Sonst fällt mir echt gar nichts mehr ein hier. Ach du Heilige, wie soll man da hinkommen? Klemmendes Tor. Hm, toll, da, ja, ist super. Wie sollen wir denn da oben hinkommen? So. Aufbrechen. Ich habe es versucht. Aber mein Tor geht nicht auf. Können Sie mir helfen, Rico? Ja, ich weiß. Oh, schon wieder niesen. Was ist denn los? Ich weiß gar nicht wie. Ich weiß gar nicht, wie man hier. Wie hat man denn nochmal per Hand? Und so. Vielleicht so? Ich
Los geht's. Attackiere Zielperson. Alle Einheiten hierher. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur einem alten Mann helfen und sein Auto. Er hatte keine Chance. Bitte komm, hier Zentrale. Was ist da draußen los? Bitte komm. Ich bin sehr verzweifelt. Ich bin ein General. Und sehr wichtig in der Armee. So, wie kommen wir jetzt da oben hoch? Sagen wir mal... Na gut, dann hier so. So. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, und dann hier einmal rüber. Was haben wir denn da hinten? Das sieht doch schon mal gut aus. Vielversprechend. So, ich ziehe mich mal einfach so dahin. Huch. Ein Helikopter. Der wird doch nicht einfach nur zum Spaß hier rumfliegen, oder? Ach, gucke mal. Hey, was ist denn los, Jungs? Schickt mehr Männer. Feindkontakt. Alle Einheiten hierher. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. So, mal kurz. Ich hoffe, das klappt. Unterstützung ist unterwegs zu euch. Ach, fuck. Lass mich. Scheiße. Ach, weißt du was? Hier zentral. Wir schicken Bodentruppen in eure Position. So, Freunde, ich kann auch zärtlich. Oh oh. Hier Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs. Oh. Wieder frack dich? Na komm. Alter! Wow! 6 von 6, das war die letzte Ansiedlung. 5 von 9. Alter Schwede, eieieiei. Boah, schön. Ja, das war wohl das. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ah, das Ding sieht tödlich aus. Ja, das nehme ich auch sehr gerne mit. Okay, das war das letzte hier, das haben wir jetzt auch geschafft. Wir arbeiten uns echt langsam vorwärts, krass. Das ist ja richtig geil. Und wir haben hier schon, also fast den ganzen Dingens haben wir hier schon befreit. Naja, fast ist relativ, es ist ja noch einiges. Was ist denn hiermit? Beende die Mission, das Geheimnis von Wiss Elektra haben wir schon gemacht. Befreie Ansiedlungszimmer, Zimmer Leon Kontrollturm. Wo ist denn hier Zimmer Leon Kontrollturm? Hallo? Wir haben hier... Alter, hier sind überall Fragezeichen jetzt. Guck mal. Okay, ich düse mal ganz kurz zum Fragezeichen. Ich will mal wissen, was das ist gerade. Wenn wir hier schon mal Fragezeichen haben, wir sind noch nicht bei Witcher. Wo ist denn... Da unten. Ach, da unten. Deswegen sehe ich das nicht, weil das im unteren Bildschirmrand ist. Okay, kann ich hier mitnehmen? Aber auch mal offenbar nicht. So, da unten ist ein Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir werden es gleich erfahren. Offenbar haben wir davon jetzt eine ganze Menge. Ach. Ach,
Ach, jetzt kriegen wir das angezeigt. Das ist ja geil. Ich würde die echt alle gerne mitnehmen, natürlich. Frieden. Cool. Das feiere ich natürlich hart. Das heißt, wir müssen die nicht mehr manuell alle einzeln suchen. Wir müssen halt trotzdem, wir müssen die natürlich noch manuell alle erreichen. Aber das ist ja relativ schnell getan, denke ich. Was? Alter! Jetzt bin ich jetzt echt überall gegengeklatscht. Zur Strafe muss diese Ziege leiden. Nein, sie wollte klettern. Oh. Oh. Ich, was? Schleudertrauma? Was? Das wollte ich gar nicht. So, schön. 155 Meter der Viadukt, alter Schwede. Okay, kein Benzin mehr, ist mir egal. Wir haben ja genug zu tun. Hey, Rico! Hierher! Menschliche Fledermaus! Was? So. Huch. Okay. Natürlich wieder ein Ravioli. Hallo? So, wieder ein Ravioli-Band hier unten. Tag 65. Es wird Zeit für eine Tragödie, die Präsident Dante erneut in unsere Basis führen wird. Aber vorher muss ich mein kleines Lamm zur Schlachtbank führen. Heute Nacht setze ich ihm einen Floh ins Ohr. Klingt ja gefährlich. Okay, das haben wir. Hier hinten ist gleich das nächste Mist. Da hinten links war auch noch irgendwo eins da hinten. Aber das machen wir auf dem Weg nach oben dann. Da sind noch zwei, noch eins auf der Insel. Dann klappern die mal immer eben ab. Das geht ja zum Glück relativ zügig eigentlich. So, da sind wir auch schon gleich da. Das Fliegen erspart einem echt viel, viel, viel Zeit. Guck mal hier bei den Rohren wieder. Ich habe eh gedrückt. Ich dachte, ich kann damit den Wingsuit wieder einfädeln. Also eindingensen. Hier? Hä? Wo genau? Warte mal, ich mache mal ganz kurz. Hä? Ist das vielleicht... Okay, hier wird es irgendwie weniger, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt ist ganz weg. Die Frage ist, ist das jetzt tatsächlich, ist das in so einer Höhle? Aber wenn ja, wie kommen wir da rein? Ist das da hinten nicht, ne? Oh. Jetzt ist wieder weg. Das Rohr kommt von da unten. Das kommt von da oben. Haben wir in der Höhle vielleicht irgendwas vergessen? Okay, ich weiß, wir mussten auf jeden Fall hier lang. Da hinten sind die Rohre. Ich glaube, hier fing es an. Da steht unser Helikopter noch. Okay, wir sind auf jeden Fall falsch rum. So, vielleicht machen wir es nochmal von dieser Seite hier. Ach du Scheiße, aber wie... Hä? Ist das denn die Höhle? Oh, nein! Ah! Au! Ah! Oh, ah! Zu frontal. Ob
ob ich das so finde und ob ich das so finden soll, weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nicht genau, wie lange es jetzt dauert. Das wäre schön, wenn das nicht in der Höhle wäre. Dann hätten wir es einfach holen können. Jetzt müsste ich ja hier quasi wieder die ganzen Rohre entlang, die ganze Höhle entlang. Ich weiß leider nicht mal, wo der Ausgang war. Wenn, und wir wissen noch nicht mal, ob das die richtige Höhle ist. Das wissen wir auch noch nicht. Na toll. Das hat ja nicht so gut geklappt. Ich guck nochmal ganz kurz hier oben. Vielleicht ist es ja da unten in der Höhle. Das sieht schon mal besser aus. Hier wahrscheinlich. Ja, Gott sei Dank. Da ist ein... Okay, klassisches Teil, ein Grab. Okay, dann haben wir es ja noch gefunden. Gott sei Dank. Hallo. Ah, sieht irgendwie wertvoll aus. Na, Gott sei Dank haben wir das noch gefunden. Ich dachte schon, alter Schwede. Ich dachte schon, wir müssen dann wirklich die Rohre entlang und bla und dann suchen und Ewigkeiten, pipapo. Okay, wir haben nicht mehr so viel hier unten. Das ist easy. Zack, 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 zack. Dann war es das hier. Das machen wir eben nochmal schnell. So. Und wir müssen da drüben lang. Yeah. Ja, vielleicht noch ein bisschen korrigieren. So. Gott sei Dank haben wir das da unten noch gefunden. Ich dachte schon, oh, ich hab schon ein bisschen Bammel. Gibt's eigentlich einen Bonus, wenn man die Sachen sammelt? Ich hoffe doch. Ich hoffe, da kriegen wir was Schönes. So, da ist es. Easy going. Dann einmal ganz kurz beten. Einen Schrein für eines von Diravellos Opfern. Ja, ja, ja. Ruhe in Frieden. Ja, Ruhe in Frieden. Sehr gut. Dann haben wir das auch schon abgehakt. Dann können wir gleich zum nächsten. Der ist da unten. Guck mal, dann haben wir das mal ganz schnell gemacht. So, und damit wir den schnell erreichen, düsen wir da einfach mal so hin. Das geht echt mega schnell mit dem Wingsuit. Das ist so geil einfach. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie da landen. Wahrscheinlich wieder am Band. Da ist es ja schon. Tag 66. Bonnet ist tot. Ich habe ihn mit einem Genickschuss getötet, ehe er reden konnte. Sein brutaler Angriff hätte Ausbilder Duschku fast das Leben gekostet. Mhm. Während die Sanitäter ihn wegbringen, sehe ich Schuld und Reue in seinem Gesicht. Ich habe seine Hand gehalten und ihm Mut gemacht, als er dort lag, in seinem und in Bonnets Blut. Was für ein Dreck, sagt der feine General Ravioli. Na gut, aber so macht man es natürlich, so erschafft man Feindbilder. Okay, hier unten der nächste Wegpunkt. Wir sind fast durch. So, da, ich mach mal hier so ungefähr. So, ich hangel mich mal ganz kurz hier an den Klippen, hangen wir uns mal entlang. Schon geil. Ist schon sehr, sehr geil. Ich wünschte, das wäre im richtigen Leben möglich. Natürlich, wenn man sich damit so ein Ding auf die Fresse legt, sehen die Konsequenzen natürlich ein bisschen anders aus. Da siehst du ja aus wie Frühstücksmarmelade. So, hier nochmal ganz kurz anlanden. Zack. Oh nein. Klatsch. So geht's auch. Mann, ist das cool. Voll schön hier. Okay, hier unten muss es sein. Hier unten. Oder? Ich hör's doch. Ist das wieder ein Schrein? Es ist wieder ein Schrein.
für dein Opfer. Voll die Aussicht hier. Okay, das war der. Jetzt haben wir noch den da. Wegpunkt setzen. Zack. Haben wir auf der Insel hinten noch welche? Bitte sagt nicht. Bitte sagt, hier ist ein... Nein, da unten haben wir noch. Oh, da unten haben wir noch mehrere sogar. Oh nein. Da machen wir dann auch später, da düsen wir einmal mit Schnellreise hin. Dann räumen wir das da ab, aber vielleicht nicht unbedingt jetzt. So, 418. Mach ich mal easy. Ich jump mal eben hier rüber. Und dann düsen wir einfach mal. Boah, ich will so ein Ding haben. Mann, das ist voll geil. So, da unten flimmert es ein bisschen. Ich glaube, das sieht dann Anti-Aliasing, was ich erwähnte. Da ich, ich weiß gar nicht, XYZ, 12-fach, Pipapo, super Schmackofatz eingeschaltet, aber irgendwie scheint er noch ein paar Probleme zu haben. So, hier? Hier nicht? Hä? Schmuggeltour. Ja, ja, toll. Können wir auch machen eigentlich mal, aber ich suche jetzt erstmal ganz kurz das Ding. Ist das vielleicht da unten? Nee, ist doch bestimmt auf irgendeiner Terrasse. Haben wir das nicht? Haben wir das schon gefunden? Oder verwechsel ich das gerade mit der Stadt? Das hier ist doch die erste Stadt, oder? Okay, pass auf, das dauert mir gerade zu lange. Ich guck mal ganz kurz hier. Wegpunkt setzen. Der muss ja irgendwo da sein. Okay, da hinten. Da hinten? Okay, ich höre es. Ich weiß noch nicht genau von wo. Von hier. Da ist es. Okay, in der Stadt ein bisschen krampfhafter zu finden. Tag 75. Der Tag der Abschlussfeier. Die Flagge weht morbide auf Halbmast. Ausbilder Duschko hat in seinem Rollstuhl eine Rede gehalten, in der er meinen Mut im Angesicht des Bösen lobte. Die Männer lieben mich. Der erste Bauer ist gefallen. Und mit stoischer Gelassenheit bereite ich meinen nächsten Zug vor. Natürlich. Fehlerschaft. Kannst du es für uns liefern? Weiß ich noch nicht. Ich hoffe. Probieren wir es mal. Schmuggeltour. Einfach mal ausprobieren. Was soll man machen? Klar, schmuggeln. Aber wohin? 935 Meter nach links irgendwo. Das kriegen wir gerade noch so hin. Normalerweise diese Mini-Sachen kann man ein paar Mal machen, aber ich glaube, die wiederholen sich des Öfteren mal. So. Hier unten hin. Okay, das war ja relativ easy. Müssen nur gucken, dass ich da noch einigermaßen elegant lande. Nicht unbedingt auf dem Traktor. So. Schaffst du das auch? Nun, come on. So, schön. Versorgungspunkt freigeschaltet. Freue ich mich. Hey, krieg ich ein Autogramm oder einen Tandemsprung? Klar, auf den Arsch. Beides. Autogramm und Tandemsprung. Entschuldigung. Wo ist denn hier die Signalfackel? Ihr habt mir Signalfackeln versprochen. Geh mal weg. Ja, Entschuldigung. Wie ist die Lage? Bitte komm! Heilige Scheiße! Wie redet ihr denn? Dieser Schmock, was denkt denn der wieder, wie der in meinem Let's Play redet? Der kleine Drecksack. Okay, ich kriege ja nichts. Das ist natürlich toll. Okay, wir sind aber jetzt sowieso wieder in der Richtung hier. Dann kommen wir da nochmal ganz kurz rüber. Dann haben wir die beiden auch schon mitgenommen. Das hatte ich nämlich eh vor, aber wir sind ja sowieso in die Richtung gekommen. Ich mache das aber ohne Helikopter, ne? So ist schneller. Oder? Glaube ich zumindest. Ich bin mir gar nicht so mal so sicher.
Sicher. So, hier sind wir wieder bei der fetten Brücke. Aber dann haben wir hier unten alles abgefrühstückt, das ist ganz gut. Talk about my mind. Now I'm free from the words out of love behind.